Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Time Report hier. Am besten schauen wir mal, was da alles so rumsteht. Okay, das Teil ist jetzt fertig. Sieht auch alles ziemlich fertig aus. Okay, morgen ist es fertig. Okay, ja, passt. Okay, ja, das lasse ich. Ich habe kein Hartholz. Eisenholz habe ich immer nicht. So, was können wir da herstellen, was wir nicht brauchen? Die Drohne, die würde mich ja sehr interessieren. Wir können einfach mal ein bisschen Mehl herstellen, falls Akt zum Kochen braucht. Man weiß ja nie. Ich weiß immer nicht, was Akt zum Kochen braucht. Ich sage einfach mal mach. Und dann macht er Akt, weil Akt ein gutes Akt ist. Gut. Dann werden einmal die Bronzebahn natürlich aufgefüllt. Und dann die Eisenbahn. Haben wir auch bei genügend. Also wie gesagt, bei 500 ist Stopp. Lars, ja, ich glaube, das wollte ich auch nicht mehr in Auftrag geben, obwohl ich habe noch nicht ganz die 500. Keine Ahnung, ich habe halt so Vorräte irgendwie da gerade, als wenn ich keine Ahnung, was für ein großes Ding betreiben würde. Okay, dann noch die Kupferbahn. Faserstoff. Und nochmal Faserstoff. Ich müsste wieder abgenutztes Fell beantragen. So. Okay, da hinten ist was fertig. Ja, das soll Ack morgen früh ernten. Das ist mir eigentlich immer zu blöd, das dann für einen Ack zu ernten. Und dann praktisch nichts Neues drauf zu streuen, weil er kann es halt viel besser. Er ist der Ack vom Dienst. So, dann bräuchte ich noch Fische, dass ich meinen Königsfisch da reintun kann. Ja, also mein Königskatzenjau, den brauche ich nicht. Ist unnötig. So, das getrocknete Teil brauche ich halt schon. Ja, passt schon. Dann geht's mal. Ach, da hinten wäre die Ginger. Die Ginger, die hilft mir halt wenig. Also ich kann, wenn ich mit der rede, das gibt halt maximal 2 Punkte und das bringt mir leider gar nichts. Und ich bräuchte halt bei Ginger keine Ahnung, wie viele Punkte noch. So mindestens 10. Und hier habe ich halt einfach nicht. Und dann gebe ich mich aber auch zufrieden. Also ich sage jetzt nicht so, boah, ich brauche Hängen und Würgen hier noch schnell. Ein paar Punkte mit der Ginger. So. Sammlung. Ah, ich kann sogar 2 Aufträge aushängen. Ja, sehr gut, dass wir da sind. So, 200 bitte. Hier. Das ist die Zeit. Kommt eh wieder früher. Nur wenn ich das aushänge, kommt es eigentlich schon immer am nächsten Tag. So, Sam hat das angenommen. Sam wird es früher schon bringen, wahrscheinlich. So, dann gehen wir mal nach Hause. Ach, die Stadt nachts ist doch auch ganz süß. Den Leuchtturm da vorne, der war auch am Anfang nicht da. Die Stadt war ja um einiges anders. Es glitzert eigentlich die Telefonzelle da vorne so. Hey, da ist Toadie. Ja, du. Moment, Moment, bleib dran. Ich bin der Erschaffer dieser Welt. Ich habe dafür gesorgt, dass Gras wächst. Genieß deine Zeit im Port hier. Wenn du Fragen oder Bedenken hast, kannst du sie in deine E-Mail. Okay. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Irgendwo in den verlassenen Ruinen gibt es einen geheimen Raum. Der ist wirklich genial. Den kenne ich schon. Hallo, Chinta. Sag ich trotzdem mal Hallo zu dir. Wir können ja Schere, Stein, Papier mit dir spielen. Okay, ich nehme Stein. Ha, ich hab gewonnen. Nimm das nächste Stein. Ha. Nochmal Stein. Mist. Nimm als nächste Schere und du? Nimm Stein. Mist. Verarscht mich. Mist. Jetzt nimmt sie Stein, dann nehme ich jetzt Papier. Nein, sie hat auch Papier. Okay, jetzt nehme ich Stein. Nein, sie hat Papier. Nein. Bin ich der Wahnsinn oder bin ich der Wahnsinn? Ja, Ginger, du bist der Wahnsinn. Komm, noch eine Runde Schere, Stein, Papier. Ja. Sie nimmt immer irgendwie 2 Runden Schere. Nein. Bitte nimm kein Papier. Okay, sie wechselt einmal komplett durch. Dann müsste sie jetzt wieder Schere haben. Okay, oder auch nicht. Nein! Ich bleibe beim guten alten Stein. Okay, nochmal. Der gute alte Stein. Nein! Ah, ich habe gewonnen. Dumme Kuh. Tschüss. Okay, einfach Descent. Nee, der Passagier. Einer heißt Descent irgendwie, keine Ahnung. Ah, Pinky treibt sich draußen rum um Mitternacht. Ich weiß nicht, was Pinky sich um Mitternacht draußen rumtreibt. Mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um mein süßes, kleines, pinkes Etwas. Pinky, was machst du da? Wirst du gestreichelt werden? Komm, wir streicheln dich.
Oh, jetzt dreht sie sogar um. Wisst ihr noch, als Pinky hier stand und einen Schlüssel verschluckt hat? Langes her. Wir dann irgendwie Seife herstellen mussten. Das war lustig. Ja, da ist ja echt alles reif jetzt, oder? Ne, Chili-Pfeffer noch nicht, aber da hinten ist alles reif. Falsche Jahreszeit, aber jetzt noch nicht mehr. Okay, ja, das läuft alles. Das macht der Ack schon sehr gut. Also der Ack ist schon ein guter Betreuer von Pflanzen. Wie viel Money habe ich eigentlich wegen Grundstückserweiterung? Okay, nur 35.000, weil ich glaube, das Stückchen, was uns hier noch fehlt, kostet ein bisschen mehr. 187.000. Gott, wir haben wenig davon. Wir haben sehr wenig davon. Okay, ja, die ganzen Klingenfische. Die freut sich denn Pinky, wo Pinky eigentlich jetzt hin? Wieder reingegangen? Aber keine Ahnung, wo Pinky hin ist. Nee, die rennt da oben rum. Wir stalken einfach mal Pinky bei Nacht. Wir vermuten ja, dass es das Haustier von Bürgermeister eigentlich grundsätzlich mal war und der das Tier verstoßen hat. Also zumindest, weil der hat halt ein Bild von Pinky rumhängen. Und warum solltest du ein Bild von einem Tier haben, was dir nicht gehört? Nur weil Pinky so eine süße pinke Katze ist, glaube ich das eher weniger. Und jetzt haben wir Pinky adoptiert. Das kleine, fette, streunende Katze. Oh, ich wechsle hier schon wieder Bäume. Und ich frage so, warum geht ihr nicht ins Bett? Ich will die Folge pünktlich mit dem Tag abschließen, weil ich danach heute keine Zeit mehr habe aufzunehmen. Deswegen machen wir das mal schnell so. Ein bisschen Sand. Ja, es wird spät, du sollst dich hinlegen. Chill mal. 3 Uhr nachts. Das ist doch keine Uhrzeit. Das ist höchstens ein Zuschlag. Also ein bisschen hier Bäume fällen, Steine entfernen. Der Energie verbrauchen, ein bisschen Leben nachts, ein bisschen Leben in die Stadt hauchen. Freut sich bestimmt der Nachbar, wenn er einfach nachts um 3 seine Kettensäge angeht. Okay, dann gehen wir mal nach Hause und ziehen den ganzen Schrammen weg. Na, wenigstens haben wir ein bisschen Kupfer bekommen. Das muss man auch noch dazu sagen. Wenigstens haben wir ein bisschen Kupfer bekommen. So. Man müsste irgendwelche Nebenmissionen mit Ginger haben, dass man mit der ein bisschen eine Freundschaft sammelt. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele. Also es gab doch einmal eine, wo wir so Topas für sie sammeln mussten. Das weiß ich noch. Und ansonsten gab es eigentlich keine mehr. Emily, hallo. Hallo, mein Schatzel. Wir reden immer so wenig mit Emily. Sie existiert zwar, aber sie wird irgendwie so ein bisschen von uns ignoriert. Holt für zu Hause. Wie sieht's denn aus? Also Ausdauer haben wir eindeutig genug. Hilfeprotokoll. Oh, ich bin umgekippt. Okay. Cool. Dann schauen wir kurz noch, was in der Früh abgeht. Mache ich nämlich immer, wenn ich ein Stück spiele. Okay, in der Stadt sind keine Missionen, weil ich schon mal hier schon mal, ob ich hier irgendwo eine Mission sehe. Dann schaue ich immer so im Kalender, so okay. Heute Abend spielen mit Higgins. Dann heute Vormittag Feier. Remington hat morgen Geburtstag. Ja, da gibt es ja nichts. Mission habe ich auch keine mehr. Ich habe so viel einfach abgeschlossen. Also ganz ehrlich, ich habe sehr viel abgeschlossen. Handelsaufträge habe ich auch sehr viel abgeschlossen. Soziales läuft schon. Mein Kind braucht eine Flasche. Sind wir auch bald voll mit allen. Also da ist jetzt gerade die Grenze vom BFF. Also steigt das nächste ist hier der Cuba auf. Napoli. Also ich denke, dass da ziemlich viel passieren wird an den Fest am Freitag, Samstag bzw. Sonntag. Da wird, denke ich mal, einiges aufsteigen. Dann hier ist die Grenze zu guter Freund. Da wird Presley vielleicht heute bei den Essen aufsteigen, obwohl es ein bisschen knapp wird. Petra wird dann demnächst aufsteigen. Dolly, der fehlt nur ans Herz. Nora, Toadie. Heute werden einige zum Essen kommen. Und dann hier, das ist so, ich nenne es einfach mal Aufstellung der Schande. Ne, die Ginger, die kriege ich nur hoch, wenn ich mit ihr spiele. Den kriege ich nur hoch, wenn ich ihnen so einen scheiß Apfel schenke. Die kriege ich nur hoch, wenn ich ihr so ein Regal schenke, aber die ist halt nie da. Die müsste mal so ein bisschen in meinen Garten rumlaufen und sich da was anschauen. Und Higgins, der kriegt jeden Tag von mir was Geiles. Ja, aber es wird langsam. Okay, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.